höchstens zwei. Die, sie liebt den heißen Schaumbad, gemütlich und zu zweit. Er nimmt nur die kalte Dusche und das ganz allein. Doch jeder, der das kennt, der weiß ganz genau, da schließt man Kompromisse gnadenlos, Mann und Frau. Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Sie sind so verschieden, deshalb haben sie nur viel Spaß. Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Sie sind so verschieden, deshalb haben sie nur viel Spaß. Sie liebt Kerzenlicht und dazu ein Gläschen Wein. Doch er schaltet dazu gleich den Fernseher ein. Sie liegt gern auf der Couch und hört dazu Musik. Er liest lieber Zeitung, Sport und Politik. Sie schreibt ihm SMS und dazu einen Liebesbrief. In diesem Punkt ist er leider nicht sehr aktiv. Da hat sie Liebeskummer und weint dann in der Nacht. Inzwischen hat er Überstunden im Büro gemacht. Doch jeder, der das kennt, der weiß ganz genau, da schließt man Kompromisse gnadenlos, Mann und Frau. Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Sie sind so verschieden, deshalb haben sie nur viel Spaß. Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Deshalb haben sie nur viel Spaß. Gibt es da ein Sprichwort? Gegensätze ziehen sich an. Wir möchten gerne wissen, wer daran noch zweifeln kann.